Herzlich willkommen zu meinem zweiten Test meiner Klasse 1 Artikel. Und heute haben wir im Angebot die Keller-UFOs. In einer Packung sind 3 Stück. Und der Effekt ist ein Bodenwirbel, der silber ist, und ein Finale aus Crackling. Ja, hier sieht man das Keller-Warnzeichen. Genauso wie hier. Und hier. Hier noch die UFO und hier geht schon los mit der Beschreibung. Hier das Gefahrenzeichen und hier Beschreibung, aber nicht in Deutsch, sondern hier. Ja, Knatterbodenwirbel. Dann 3 Stück, wie gesagt. Kategorie 1 natürlich. Die BAM-Nummer ist die 1125. Und Bruttogewicht 22,44 Gramm. Und die NEM 8,61 Gramm, also die 3 Stück insgesamt, haben 8,61 Gramm. Und hier noch Gebrauchsanweisung. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Dann packen wir mal aus und sehen uns die an. So sehen die aus. Hier ist der Effekt, also der Bodenwirbel. Ist aus Plastik, die Hülle hier. Ja, hier ganz normale grüne Visco. Und hier in der Kuppel hier ist der Crackling-Effekt. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen und viel Spaß bei der Zündung. Jetzt die Keller-UFOs. Sehr lautes Crackling. Nach der Zündung kann ich euch auf jeden Fall versichern, dass die UFOs ihren Preis wert sind, denn der Bodenwirbel, der silberne, der ist sehr schön und drehen tun sie sich auch gut, außer man hat jetzt nicht eine gute ebene Fläche, aber sonst auf jeden Fall sehr schön. Und das Crackling am Ende ist sehr laut und ja, kauft euch die auf jeden Fall. Und ich kann sie nur empfehlen. Ja, das war's und danke fürs Zusehen. Daumen hoch wäre sehr nett und Abo natürlich auch. Ja, dann ciao. Bis zum nächsten Test.